Holy shit, sieht das. Das sieht ja mal echt cool aus. Ist vielleicht nicht perfekt, aber das ist natürlich mein Eis. Mein Shiny Glaceola. Ich mag es halt eigentlich viel mehr, wenn ich die in Shiny baue. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das ein bisschen tricky war, das Glaceola. Also, da habe ich schon ein bisschen gebraucht dafür. Ich meine, ich habe zwar das so gemacht, wie alles gemacht werden muss, aber so ein bisschen wie diese Muster noch rein und alles. Naja. Es wird vielleicht nicht perfekt sein, aber ich bin mit dem halt übelst zufrieden. Und ja, das wird doch das letzte Video für dieses Jahr zumindest sein. Ich weiß nur nicht, wann ich es jetzt noch mache, ob ich das schon morgen mache, rausbringe oder so. Ihr werdet es ja dann sehen. Und ja, kommt jedenfalls alle gut ins neue Jahr. Und bleibt natürlich alle gesund. Soweit, wir wissen ja, was zurzeit immer noch alle soweit los ist. Und ja. Was ich noch sagen kann, ist, ich habe zwar jetzt nicht immer täglich Zeit oder so für irgendwas, weil zurzeit, was so aufnehmen, Streaming und so angeht, habe ich zurzeit einfach gar keinen Bock, weil ich auch keine Zeit habe. Ich meine, man schuftet sich hier übelst kaputt und ja, irgendwie habe ich zurzeit auch keine Lust darauf und so, aber ist mir eigentlich auch egal. Ich meine, bei mir kommt zurzeit sowieso nur random Stuff raus, also ja. Muss man damit am Ende leben, sage ich mal. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, zurzeit habe ich auch viel mehr Bock hier diese Pokémons zu bauen. Ich habe auch schon gesehen, es gibt auch noch viele andere Dinge, die ich, während ich diese gesucht habe. Ich habe schon so viele rausgesucht irgendwann mal, die ich jetzt mal bauen würde. Und da gibt es auch noch viel mehr, worauf ich halt übelst Bock habe. Also, ich glaube, ich werde nicht nur Pokémon machen, ich werde auch vielleicht noch anderen Stuff machen. Wir lassen uns mal alle überraschen. Ja, und wie gesagt, bleibt alle gesund. Man hört sich irgendwann wieder, wenn ich zumindest wieder was Neues mache. Irgendwas.